Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Horrible. Yo Leute, was geht? Ja, und heute darf ich euch mal wieder begrüßen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und in diesem Video soll es mal kurz um die Fortnite V-Bucks Generatoren gehen, ob sie wirklich funktionieren oder nicht. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich euch kurz darauf hinweisen, dass ich zurzeit 3 GTA 5 Unlock Alls an euch verlose. Und dafür musst du einfach nur das Video hier liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und in die Kommentare Hashtag PGTV schreiben. Jetzt will ich aber wie immer denjenigen grüßen, der im letzten Video als allererstes Hashtag Glocke aktiv geschrieben hat, und das war auf jeden Fall der Laurenze Burgert. Und wenn du auch in einer meiner nächsten Videos gegrüßt werden willst, dann aktiviere doch einfach mal die Glocke und schreibe mir einfach mal einen Kommentar mit Hashtag Glocke aktiv. Und dabei musst du beachten, dass du auf jeden Fall der Erste bist, der halt Hashtag Glocke aktiv in die Kommentare geschrieben hat. Aber fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Video, let's go. Und zwar geht es heute um die kostenlosen V-Bucks Generatoren, und davon gibt es ja auf YouTube richtig viele Videos, beziehungsweise auch richtig viele Livestreams, wo euch die Leute dann sagen, dass ihr euch so viele V-Bucks wie nur möglich generieren könnt. Und deswegen habe ich das Ganze einfach mal für euch getestet, weil ich ja auch eine recht große Community habe und auch eine recht große Reichweite, und deswegen wollte ich einfach mal testen, ob das Ganze überhaupt geht und ob ihr einfach so viele V-Bucks wie möglich bekommen könnt. Wenn ihr jetzt aber auf diesen Link geklickt habt, dann werdet ihr merken, dass ihr auf eine andere Seite gelangen werdet, die dann sich so nennt wie Fortnite V-Bucks Generator, und dann werdet ihr auch schnell feststellen, dass ihr dort euren Benutzernamen und die Wunschanzahl der V-Bucks, die ihr haben wollt, angeben müsst. Und bei diesem Schritt muss ich selber sagen, sieht das Ganze noch ganz in Ordnung aus, weil ihr müsst ja nur bisher euren Benutzernamen und die Anzahl der V-Bucks eingeben. Aber was dann kommt, Leute, ist wirklich nicht mehr normal. Wenn ihr nämlich auf Generieren klickt, dann werdet ihr auf eine andere Seite geleitet, wo ihr dann einfach eure Handynummer eingeben müsst, und dann steht da: Bitte registrieren Sie sich, wir müssen bestätigen, dass Sie ein richtiger bzw. ein echter Mensch sind. Und dann, Leute, wenn ihr mal genau darauf achtet, steht ganz unten ganz klein gedruckt, dass ihr ein Abo in Höhe von 4,99 € abschließt, und das könnt ihr nur stoppen, wenn ihr an die SMS ein Stoppsignal schickt. Und Leute, bitte macht diese Generatoren nicht, weil das sind Abo-Fallen und das sind ekelhafte Betrüger, die euch abziehen. Ich zeige euch gleich noch eine Methode, wie ihr legal, kostenlos und schnell an V-Bucks kommt. Aber jetzt bitte ich noch alle diejenigen, die auf so eine Betrüger schon reingefallen sind, einfach mal an die SMS, die ihr bekommen habt, Stopp zu schicken, damit ihr das ganze Abo einfach mal beendet. Weil sonst werdet ihr jeden Monat einfach 5 € einfach mal zahlen, ohne irgendwas zu bekommen. Und Leute, die V-Bucks bekommt ihr auch nicht mal. Das ist auf jeden Fall eine richtige Frechheit. Und deswegen solltet ihr unbedingt das Video mal an eure Freunde teilen, damit eure Freunde nicht auf diese Generatoren reinfallen. Weil ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Großteil von euren Freunden einfach mal Fortnite spielt und deswegen auch auf der Suche ist, wie man halt schnell und kostenlos an V-Bucks kommt. Und dann hat man natürlich die Versuchung, diese Generatoren zu benutzen. Aber wie gesagt, diese Generatoren sind auf jeden Fall der falsche Weg. Kommen wir jetzt mal zur kostenlosen Methode, an V-Bucks zu kommen. Und das ist auch relativ einfach. Und zwar wisst ihr ja bestimmt, dass wir bald den Modus Rette die Welt kostenlos mit ins Spiel bekommen. Und wann genau wir das ins Spiel bekommen, weiß ich nicht genau. Aber Leute, wer Rette die Welt schon gespielt hat, wird wissen, dass man da kostenlos V-Bucks bekommen kann durch die Questen. Und das ist auf jeden Fall eine richtig coole Methode, halt kostenlos V-Bucks zu bekommen. Aber das war es eigentlich auch schon von diesem Video. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir das gerne mal mit einem Daumen nach oben zeigen. Oder einfach mal den Kanal ganz kostenlos abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und den Kanal einfach mal an eure Freunde zu teilen. Aber jetzt bin ich erstmal raus und sage, haut rein und ciao.